Ich muss jetzt versuchen, das irgendwie auf die Kamera zu kriegen. Drückt mir die Daumen, dass das funktioniert, weil das ist das, was ich an Ungarn auch so unfassbar liebe. Den Himmel hier, der ist so unfassbar und so facettenreich. Und gerade, es hat den Tag über geregnet und jetzt geht die Sonne unter und wir haben ein Wahnsinnswolkenbild und ganz tolle Farben. Wartet. Hoffe, es kommt annähernd. Ja, langsam. Ja, so ein bisschen könnt ihr das sehen, ne? Schaut euch diese Farben an. Und dann ist es echt so, dass es überall anders ist. Ich finde das Wahnsinn. Ich liebe das. Also ich beobachte hier unfassbar gern den Himmel. Wir haben ganz, ganz krasse Farben und ganz, ganz furchtbar krasse Wolkenbilder, das habe ich so noch nie gesehen. Ich habe letztens, habe ich wie so ein, das sah aus wie ein Phönix. Auch am Himmel. Wunderschön, wunderschön. Ja, genau. Das ist kaum auf Kamera festzuhalten. Guten Morgen. Anstrengender Tag für mich. Wir haben unser Erstauto eingetauscht. Also tatsächlich brauchten wir einfach ein Auto, was etwas mehr straßentauglich ist, also etwas mehr normal. Und der junge Mann, der wollte eher ein Auto, mit dem er ziemlich rumdüsen kann. Das Ganze haben wir getauscht. Man hat einen Tag Zeit, um eine Versicherung anzumelden. Das ist immer ganz wichtig. Und ja, dann muss man irgendwann zur Eredetivishka. Das ist eine Echtheitsprüfung. Da wird einfach geguckt, sind die Fahrgestellnummer mit den Papieren übereinstimmend und ist das auch das Auto, was du haben willst. Genau, und dann fährt man zur Anmeldung. Das ist das Korman Iroda. Und da fahren wir heute hin. Ich schau mal, was ich euch so zeigen kann. Und dann gucken wir mal weiter. Erster Besuch bei der Eredeti. Da wird halt einfach Echtheitsprüfung gemacht. Zeige ich euch kurz, der steht da nur drin. Genau. Und dann werden Fotos gemacht und die Papiere und die Nummern verglichen, ob es das gleiche Auto ist. Genau. Schaut mal. So schön ist das vor diesem Varoshase. Es ist so hübsch hier. Ich musste mal gucken, weil Diana begleitet mich und die möchte immer nicht auf die Kamera drauf. Hallo Corinna, hallo Corinna, liebe Grüße. Genau, ja. So, wir gehen jetzt Auto anmelden. Im Korman Oblak. Oblak. Habe ich doch gesagt, das heißt so. Hey. Hallo. Jetzt wieder aus meiner Küche. Also, kurzes Update zum Autochen. Wir haben heute Morgen versucht, ihn anzumelden. Leider haben wir einen Schreibfehler im Vertrag gehabt. Was ganz toll ist, der Verkäufer, also beziehungsweise derjenige, der unseren Vitara hat, der kam sofort und hat mit mir das geändert. Aber da die Behörde heute Mittag schon zu hatte, muss ich morgen nochmal hinfahren. Genau, und dann fahren wir nach. Danke. Nach Kunszentmiklós. Das ist nämlich die nächstgrößere Gemeinde und die ist für einiges zuständig und da noch ein, zwei andere Sachen erledigt werden müssen, fahren wir dann da direkt hin. Und dann, ja, melde ich mich morgen nochmal und hoffe, dass ich dann mein kleines Autochen angemeldet kriege. Meine armen Hundis sind plitschplatsch nass, es regnet Ich glaube, ganz da musst du auch dolle. mal das neue Auto zeigen. Na, vielleicht. Das süße, hässliche Auto. Der ist süß hässlich. Ah, ich werde gerade angeschuckelt vom Hund, der möchte kuscheln. Okay, ich kuschle jetzt meinen Hund und wünsche euch einen schönen Abend und wahrscheinlich sehen wir uns dann morgen früh bei der Zulassungsstelle oder auch nicht. Mal gucken. Ich hoffe, ich vergesse die Kamera nicht wieder. Wenn nicht, gibt es halt wieder ein Update aus der Küche. Liebe Grüße und schönen Abend. Guten Morgen, ihr Lieben. Der zweite Versuch, Auto anmelden. Also, wir waren gestern ja, beim Korman Oblock.
wollten das Auto ummelden. Es war aber leider ein kleiner Fehler im Vertrag. Die Verträge sind vorgedruckt, die kann man hier kaufen. Wir kaufen sie hier bei uns im kleinen, das ist so ein kleines Schreibwarengeschäft. Und ja, genau, die hatte der Verkäufer, Tauscher, hatte die aber schon dabei. Dann hat er die ausgefüllt und da ist ganz, ganz furchtbar viel auszufüllen. Das muss tatsächlich alles richtig sein. Genau, wir hatten schon zwei Änderungen gemacht, weil wir haben die Autos einfach nur 1:1 getauscht, also ohne Geld dafür bezahlen. Und wir mussten aber im Kaufvertrag einen Betrag drin haben. Das wollte die Gemeinde so oder vielmehr die Zulassungsstelle. Also haben wir uns schon mal zwischendrin getroffen und dann haben wir das nochmal geändert. Und es ist ein Jugendlicher gewesen, der das Auto vorher besessen hat. Und da mussten die Eltern mit unterschreiben. Und das war auch nicht. Und deswegen mussten wir uns da auch nochmal treffen, um das einzutragen. Genau, und dann fiel halt gestern bei der versuchten Zulassung der Fehler im Vertrag auf. Also die Verträge für Autos sind hier wirklich, wirklich wichtig und wirklich mit ganz viel Gewissenhaftigkeit auszufüllen, weil ansonsten sitzt man da so wie ich und fährt 2-3 Mal hin. Ja, das sind so die täglichen Probleme, die man dann hier mal hat. Aber das ist alles noch auszuhalten und das ist auch alles ganz okay. Jetzt stehen wir hier und Indiana holt eben was bei der Timchi. Das ist eine ganz kleine, süße Näherei. Da holt sie was ab und dann fahren wir wieder zum Kurman Oblak. Diesmal nach Kunszent Miklós, weil das die zuständige Behörde ist für uns. Und deswegen wurde uns gestern gesagt, wir könnten auch nach Kunszent Miklós, weil wir gestern in Izsák waren. Und dann fahren wir jetzt dahin und melden hoffentlich unser Auto endlich um. Also, das ist auch immer eine Rennerei. Mann. Und ich will doch gar nicht so dolle aus dem Haus raus. So, und jetzt kommt die Diana wieder und wir fahren weiter. Oh mein Gott, das muss ich euch zeigen. Schaut euch mal diese unfassbar schöne Tür an. Das hier ist das Kurman Oblak. Das ist so schön. Und wir sind dran. So, Auto angemeldet. Und in diesem schönen Gebäude haben wir das Ganze gemacht. Ist es nicht hübsch? Und dann die Laternen. Und auch ich liebe das. Es ist immer alles so hübsch gemacht. Also Kunszent Miklós ist so oder so sehr schön. Aber auch ziemlich viel los. Deswegen fahre ich jetzt zurück auf meine Tonja, ich möchte nach Hause. Aber das Auto ist angemeldet und es hat alles geklappt. Und die liebe Diana und ich sind völlig überfordert, weil das sehr viel Ungarisch war. Hola, die Waldfee. Hallo, ihr Lieben. Wir haben Freunde zu Besuch und haben uns überlegt, denen zeigen wir mal Catch gemäht. Und jetzt sind wir selber wieder völlig, völlig begeistert. Das ist total schön, wartet. Ich weiß nicht bei allem, was es ist. Das hier sind auf jeden Fall Kirchen. Wahnsinn. Um die Ecke steht ein St. István. Dort. Könnt ihr das sehen? Auch wunderschön. Das ist wunderschön hier. Schaut euch diesen Park mal an. Das ist nicht hübsch. Ich liebe das so. Schau. Ja. Oh. Schau mal da oben die Statuen an. Herrlich. Oh, Wahnsinn. Unfassbar schön. Ja. Nadja und Seb.
Ui. Auf diesem Platz, hier war ich noch niemals, aber schaut mal. Dieses Gebäude sieht man immer von dem Dach des Mollum, des Einkaufszentrums. Wow. Es steht nur Város Háza, das heißt sowas wie Stadthaus. Also könnte das tatsächlich das Rathaus von Kecskemét sein. Das ist unfassbar schön, wunderhübsch. Und dann der Platz hinter mir, den zeige ich euch gleich auch nochmal, aber ich muss euch das Haus nochmal zeigen. Also ich habe ja auch mal im Rathaus gearbeitet und wenn es so ein Rathaus wäre, holla, da geht man dann glaube ich auch echt gerne und beeindruckt jedes Mal in die Arbeit. Und jetzt zeige ich euch den Platz hinter mir. Ich glaube, hier sind 3 oder 4 verschiedene Kirchen. Wow. Und da ist so ein Denkmal und auch wieder eine Kirche. Und dort ist auch diese wunderhübsche Kirche. Unglaublich schön. Also auch der Platz sehr, sehr schön. Und das muss ich mir jetzt aus der Nähe angucken. Wow. Ich muss euch das zeigen. Schaut euch dieses Gebäude mal an. Ich versuche die Leute nicht drauf zu haben. Aber das ist einfach unglaublich beeindruckend. Wunderschön detailliert. Ist sowieso ein sehr hübscher Platz. Schaut mal, da ist das mit dem schönen Dach wieder. Und hier ist so eine tolle Statue. Also ich habe es noch nicht ganz raus. Hier sind, glaube ich, die ungarischen Könige. Also wenn jemand von euch das hier in Kecskemét schon kennt, dann kann er mir das mal erklären. Das ist wunderhübsch. Ganz toll. Sind das? Oh, herrlich. Sind das vielleicht irgendwelche? Wow, das ist mal schön. Hallo ihr Lieben, das ist jetzt bestimmt der 297. Versuch. Ich musste schon niesen, husten und alles andere, deswegen versuchen wir es jetzt nochmal. Also, dies ist der Abspann dieses Videos und zwar die Ankündigung auf das nächste. Ich habe euch das im Community-Beitrag schon angekündigt. Ich hoffe, ihr konntet das alle sehen. Ich weiß noch nicht so gut, wie das funktioniert. Das Fazitvideo. Ich bin gerade dabei, euch das Fazit aufzunehmen nach 1,5 Jahren. Das wird ein langes Video. Also ja, ist halt einfach nur ein Sabbelvideo. Aber ja, wie geht's uns nach 1,5 Jahren? Hat sich das erfüllt, was wir wollten? Und was ist gut, was ist vielleicht sehr schlecht? Oder womit können wir nicht so gut leben? Und das alles folgt für euch im nächsten Video. Und dieses Video ist mir einfach sehr, sehr wichtig, weil ich will, dass das perfekt wird und dass da halt einfach wirklich Emotionen drin sind und auch, dass ihr einfach sehen könnt, wie es uns hier so geht und was wir alles so erleben und machen. Genau, damit wünsche ich euch dann, das Video kommt heute noch. Also ich wünsche euch einen schönen Sonntag und genießt die Zeit. Ganz liebe Grüße.